Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es wieder weiter. Wir machen endlich wieder einen Teil TikTok-Gadgets. Und zwar, weil wir im neuen Jahr sind. Ein bisschen spät, ich weiß, muss man nicht drüber reden. Obwohl, ist noch gar nicht so spät. Wir haben noch Januar. Die besten TikTok-Gadgets vom letzten Jahr 2023, also zumindest laut TikTok. Ich habe mir wieder 5 Produkte rausgesucht und wir schauen uns heute mal an, ob die cool sind oder ob die Scam sind. Und eine Sache ist sogar ein kleiner Geheimtipp von mir. Da weiß ich schon, dass es cool ist, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Sache an. Und zwar ist das, finde ich, sehr cool und möchte ich auch unbedingt behalten, ein kabelloser Wasserdispenser, den man sich so an den Nachttisch oder wohin stellen kann. Und der soll sehr cool aussehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich bin ein Mensch, ich vertrockne nachts wirklich. Ich muss mir immer ein Wasser an mein Bett stellen. Wenn nicht, dann wache ich auf wie ausgetrockneter SpongeBob und würde am liebsten den ganzen See austrinken. So, da ist er. Im Video ist er schwarz. Ich habe den jetzt in weiß. Aber ich finde, der sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ist zumindest was, was relativ sinnvoll ist. Gekostet hat das Ganze 25,99 € von Amazon. Ich würde sagen, das ist okay teuer. Ich glaube, man kann es ein bisschen davon abhängig machen, wie cool das Ding tatsächlich ist. Also es kommt so an hier. Eine Anleitung natürlich. Wer braucht das? Niemand. Ah, der Schlauch, der dann ins Wasser geht. Das Ding hier hatte auch keinen Lebenswillen mehr hier. Auch. Mir geht's gut. Dann hier dieses Kabel. Das ist einfach ein USB-C-Kabel, weil das ganze Ding braucht ja Strom. Ach, es ist gar nicht in weiß. Ich hab's auch in schwarz. Wieso dachte ich, es wäre in weiß, weil alles andere weiß war. Okay, fühlt sich semi-hochwertig an, muss ich sagen. Geht schlimmer, aber ich finde, es sieht vor allem von weiter weg gar nicht schlecht aus. Oh, cool. Man kann einstellen, wie viel Milliliter man haben möchte. Zwischen 100 und einem ganzen Liter. Alles klar, wenn man sich mal nachts einen kompletten Liter reinpressen will, dann mein Respekt, aber das kann passieren. Dafür bräuchte man jetzt in der Theorie, seht ihr Leute, deswegen meine ich, man braucht keine Anleitung, man braucht nur ein bisschen Gehirn. Dann haben wir hier den Schlauch, dann muss das hier da rein. Bam. Das heißt gar nicht Wireless. Wieso habe ich das erfunden mit dem Wireless? Das heißt aber nur Smart Table Water Dispenser. Ich habe gelogen. Ich habe mir natürlich auch schon eine sehr große Flasche Wasser gekauft, so ein 5-Liter-Ding, damit das nicht so schnell leer geht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in mein Schlafzimmer und probieren es mal aus. So, 5-Liter-Flasche. Passt jetzt natürlich nirgends hier auch schön hin. Das war natürlich klar. Aber so hier an die Seite kann man das schon machen. Das geht schon. Okay, dann machen wir einmal das Ding hier rein und stecken den Strom an. Das sollte ja eigentlich sehr easy sein. Okay. Also optisch finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn es da so steht. Ganz ehrlich, ich finde, es sieht ganz cool aus. Ich weiß nicht, wie gut es ist, es so direkt neben dem Kabel zu haben, aber wir probieren es erstmal aus. Hier so, Wasser. Bumm. Ah, nein, stopp, kein Liter, stopp, stopp, stopp. Oh, okay. Das war sehr laut, aber vor allem auch sehr gruselig, weil ich habe ganz große Angst vor einem Liter Wasser jetzt hier. Okay, wir trinken es nochmal kurz aus. Überraschung, es schmeckt nach Plastik. Ich den Schlauch natürlich noch nicht, habe einmal sauber gemacht. 100 Milliliter. Es fühlt sich ein bisschen an wie beim Zahnarzt. So, jetzt spülen bitte. Wenn sie nicht an ihrem Wasser riecht, was dann? Schmeckt halt immer noch scheiße nach Plastik. Ich kann jetzt in der Nacht Wasser trinken und extrem viel Mikroplastik in mich führen. Das ist ja an sich, also oral, das macht sich besser scheiße. Egal. Das Ding funktioniert, ich finde es ganz cool. Ich finde, es sieht schick aus. Es verspricht eigentlich auch das, was es hält. Und für 25,99 € finde ich es in Ordnung. Also es könnte teurer sein, dann wäre es aber auch besser verarbeitet. Das Einzige, was mich stört, ist halt der Schlauchgeschmack. Das ist ein bisschen nervig. Und dass ich jetzt halt hier neben meinem Bett eine riesige 5-Liter-Flasche Wasser stehen habe. Man könnte natürlich auch nur 1 oder 2 Liter, dann muss man es halt öfter nachfüllen. Und das, was noch ein Ticken nervig daran ist, ist, dass da doch jetzt Staub oben reinfliegen kann in diese Flasche. Und dann ist schon wieder finde ich schon wieder ein bisschen doof. Aber all in all, was gebe ich dem Ganzen? Ich würde sagen, actually eine 4,5 von 5. Auf geht's zum nächsten. Das nächste Tool ist das Unnötigste, was ihr jemals gesehen habt, aber ich wollte es haben. Das sind nämlich kleine Lichter für Crocs. Ja, frag nicht. Das Ding ist, oh, da sind Batterien schon drin. Geil. Ich bin der größte Crocs-Fan, den es auf dem Planeten gibt. Ich finde, das sind die besten Schuhe und es ist mir egal, ob ihr sie hässlich findet. Ich finde die super. Und dann habe ich folgendes TikTok gesehen. Da, ja. Das habe ich gesehen. Lichter für Crocs. Und ich wollte es haben. Der Punkt an dem Ganzen ist, es kostet 15,99 € und ich glaube, der Nutzen-Preisfaktor steht in keiner Relation. Ich wollte es trotzdem haben und ausprobieren. Dementsprechend hier meine Lieblings-Crocs in blau. Und das hier sind die Lichter. Ich finde es ganz cool, dass die direkt mit Batterien kommen. Aber ganz ehrlich, 15,99 € ist halt auch ein frecher Preis. Dafür, dass das halt wirklich
ausschließlich Plastik ist, aber was habe ich erwartet? So sehen die aus, die kleinen Lichter. Boah, ich weiß nicht, ob du das gerade gehört und wahrgenommen hast, aber dieses Geräusch, was ich gerade gemacht habe, war exakt die Bikini Bottom SpongeBob traurige Musik. Hast du das gehört? Es war extremst gut. Schreib mir in die Kommentare, ob es gut war. Okay, Batterien kommen hier rein. Da sind schon welche drin? Das sind Ersatzbatterien? Oh, das ist überraschend. Funktionieren die schon? Sie funktionieren schon. Also im Video hatte der 4 Stück davon. Ich habe jetzt nur 2. Aber ich glaube, das reicht tatsächlich. Nice. Sieht so scheiße aus. Es sieht wirklich massivst scheiße aus. Ich will es symmetrisch machen. Wo ist es? Ja, hier. Okay. Also, stellt euch vor, ihr wollt in den Keller gehen. Der Keller ist dunkel. Was macht man? Ich ziehe meine Crocs an und dann gehe ich in den Nachtmodus. Bam. Das Einzige, was mich jetzt natürlich interessiert, wie hell sind die Dinger wirklich im Dunkeln? Und ich würde sagen, wir gehen dafür actually kurz in die Garage, weil da ist es wirklich dunkel. Oh nein, wir betreten einen unfassbar dunklen Kellerraum. Aber keine Sorge. Ich bin ja ausgestattet. Oh, das macht wirklich... Oh, das ist... Wir gehen mal kurz hier... Okay, wenn ich es jetzt ausmachen will, ich mach mal hier die Tür zu, weil dann sehen wir wirklich, wie dunkel ist das Ganze hier. Guck mal, wenn ich jetzt hier reingehe und denke mir so, oh, was möchte ich? Ich brauche Reis. Dann gehe ich hier rein in meine Vorratskammer, denke mir so, okay, wo ist mein Reis? Ich weiß gerade nicht, wo mein Reis ist. Man kann auch einen spontanen Rave hier unten machen. Es muss nur einer da sein, der diese Crocs anhat. Es kostet halt 15,99 €, aber was tatsächlich stimmt, was Jonah gerade meinte, diese normalen Dinge, die du drauf machst, sind jetzt auch nicht so viel günstiger. Und die können halt gar nichts. Das kann immerhin leuchten. Ja, ich gebe dem Ganzen eine 3,5. Das ist genau wie erwartet im TikTok, deswegen müsste es eigentlich eine 5 von 5 bekommen. Aber ich kann halt leider 2 Leuchten für die Crocs keine 5 von 5 geben. Es tut mir leid. Aber ich werde es auf jeden Fall dran lassen und ich finde es ganz lustig. Und wenn ich das nächste Mal einfach keine Lust habe, den Lichtschalter zu betätigen, dann werde ich meine Crocs anmachen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Artikel. Der ist nämlich deutlich sinnvoller als diese Sachen hier. Und zwar könnte das ein kleiner Lifehack sein für alle Leute, die keine Spülmaschine haben. Und zwar ist das so ein Electric Scrub, wo man Sachen mit sauber machen kann. Also hier wurde halt auch so Sachen gezeigt, wie zum Beispiel das Auto oder irgendwie sowas. Ich würde da halt jetzt nicht mein Auto mit sauber machen, aber ich finde das Ding sehr, sehr, sehr cool für so Geschirr und so weiter. Es hat auch verschiedene Aufsätze, dass man verschiedene Sachen mitmachen kann. Man könnte damit jetzt auch den Boden putzen. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mein Geschirr damit mache, würde ich jetzt nicht parallel meinen Boden und mein Auto damit machen. Super randomer Preis, hat 48,69 € gekostet, also knapp ein Fuffi. Es gibt da wirklich, wirklich viele Verwendungszwecke. Ach so, deswegen kann ich es ja auch für mein Auto benutzen und für meine Sachen, weil ich ja die ganzen verschiedenen Aufsätze habe. Ich nehme es zurück, man kann es wirklich für alles verwenden. Wow, ich bin relativ begeistert von dem Tool tatsächlich. Oh, es ist größer als erwartet, that's what she said. Ah, ein Verlängerungsding wie bei so einem Staubsauger. Wow, man, okay, krass. Ich find's cool. Hier ist so ein Aufbewahrungsbeutel. Und hier sind die ganzen Aufsätze. Das sind echt viele. Krass. Also meins ist auf jeden Fall ein Ticken hässlicher als im Video. Im Video war hier noch so eine coole Anzeige oben, wie viel Prozent das gerade hat. Meins hat hier so eine Art Anzeige. Ich zeige euch das mal. Akku 3 von irgendwas. Damit könnte man das jetzt noch so hier dran machen und könnte es sogar noch einmal mehr verlängern. Aber den Verwendungszweck, den wir jetzt gerade haben, ist erstmal Geschirr. Heißt, ich lasse es jetzt erstmal so in klein, dann ist es auch sehr nice von der Handhabung her. Riecht unnormal nach Plastik. Also riecht wirklich 10-mal mehr nach Plastik als mein Plastikschlauch. Und so kann man es an die Wand machen. Die haben am wirklich viel gedacht. Das ist für 50 € dann schon wieder ganz cool. Na gut, wir probieren es mal aus. Vielleicht ist es ja scheiße. Mal gucken. So, hier haben wir eine Pfanne. Die, wie ihr seht, ist die sehr dreckig. Da ist sehr viel drin. Ist aber jetzt noch nicht irgendwie so ein... Die ist eine Stunde alt. Wir machen mal Wasser rein. Das wird man ja normalerweise auch machen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir da einfach mal Spüli drauf. Und gucken mal, ob das... gut funktioniert. Also, schon mal kurz der Zwischenstand. Es funktioniert, es ist sehr aggressiv. Also ich habe ein bisschen Angst, das hier am Rand abzumachen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier mache, ja, dann fetzt es mir halt überall hin so. Und ich glaube, das ist jetzt auch, also wenn ich jetzt hier einen normalen Schwamm nehme und mache das so, ich glaube, ich hoffe, ich diese Pfanne einmal hier überall anhauen. Dann habe ich sogar fast das Gefühl, es geht ein Ticken besser. Also ich habe auch hier so ein normales Ding. Das funktioniert halt auch genauso gut
ist nicht viel mehr Ecke. Man kann halt so machen, seht ihr, mit mehr Kontrolle. Ich glaube, ich würde nicht das Ding nehmen, um das zu spülen. Er ist ein bisschen dreckig. Zum Beispiel sind hier so ein paar, ich weiß nicht, ob man die sieht. Hier sind so ein paar Scheißstellen. Gucken jetzt mal, ob das weggeht. Oh mein Gott, das ist super aggressiv. Man hat sehr wenig Kontrolle darüber. Was sagt ihr? Ist sauber, oder? So. Super peinlich, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe fast noch nie in meinem Leben einen Spiegel geputzt und dementsprechend sieht es auch tatsächlich gerade aus. Ist es weg? Spiegel ist sauber. Boah, ich muss sagen, ich dachte, das wird mein favorite Tool. Ich finde es irgendwie ein bisschen unnötig. Weil ich finde, dass man fast alles davon händisch besser machen kann. Ich habe was, was mich seit Ewigkeiten nervt, was nicht richtig abgeht. Falls das jetzt hiermit abgehen sollte, ist das mein Tool des Jahres und das Beste, was auf dem Planeten existiert. Hier war mal eine Klebefläche dran, weil ich hier mal einen Mückengitter befestigt habe und die Scheiße geht einfach nicht ab. Sollte das jetzt random mit diesem Tool abgehen, dann bin ich grundbegeistert. Ich mache mal noch ein bisschen Spüli dran und dann probiere ich das. Es macht halt alles dreckig einfach nur. Nee, ich bin voll traurig darüber, weil ich dachte, das ist richtig geil. Ich lasse es mal hier liegen, falls ich irgendwann mir denke, das braucht dieses Gerät. Aber es darf nicht zu hartnäckig sein, weil dann packt das Gerät auch wiederum nicht. Nee. Zusammenfassend, das Tool kam sehr viel umfangreicher an als erwartet, was sehr cool ist. War sehr viel drin, was ich nicht erwartet habe. Aber irgendwie bin ich nicht begeistert. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo nicht zureichend getestet habe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob es irgendeinen Use Case gibt, wo ihr denkt, da wäre das perfekt für. Aber alles, was ich getestet habe, vor allem das Spülen aus dem TikTok-Video, finde ich irgendwie nicht geil. Ich finde es ein bisschen zu aggressiv, um damit präzise zu arbeiten. Und es ist nicht stark genug, um wirklich hartnäckige Sachen krass wegzubekommen. Ich will dem eigentlich keine 1 von 5 geben, weil ich war wirklich grundauf begeistert von dem Ding. Aber es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, da hilft es mir. Also ehrlich gesagt, 1 von 5. Die 1 kriegt es nur, weil echt viele coole Sachen noch dabei waren und es mehr war als erwartet und irgendwie durchdacht ist, aber mehr gibt es halt auch leider nicht. Dann gehen wir jetzt über zu meinem Lieblingsprodukt aus dem Video. Das sieht meiner Meinung nach super cool aus. Und zwar ist es so eine kleine Mini-Feuerstelle, die sowohl dekorativ sehr nice ist, als auch, wie ihr in diesem Video seht, absolut eure Marshmallows verbrennen kann. Also wirklich, ich bin mir sehr sicher, dass die Userin das nur gemacht hat, um einen sauer zu machen. Man braucht dafür Ethanol, um das Ganze brennen zu lassen. Dementsprechend habe ich den besten Ethanol geholt, den man sich holen kann. Billigen, schon offenen Wodka. Das ist doch quasi fast nur Ethanol. Und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, im Baumarkt mehr Ethanol zu holen. Was hat's gekostet? Wenn ich richtig liege, hat das 64 Euro gekostet. 62,90. Also hier ist dieses kleine Ding zum Draufmachen, wenn man keinen Bock mehr hat. Hier ist so ein Ding drauf, was mir irgendwas sagen soll. Kipp nicht mehr Ethanol, wenn schon Feuer. Kipp nicht Ethanol, wenn raucht. So, die Dinger kamen super dreckig an. Also so sauber hat es der Scrub jetzt bekommen. Also ich denke, es gibt weitaus sauberere Gläser. Ist es da oben ein Kratzer? Nee. Es hat der Scrub einfach nur nicht wegbekommen. Naja, gut. Weil ich das irgendwie nicht in meinem Zimmer machen will, weil ich Angst habe, drehe mir das jetzt auf meinem schäbigsten Balkon. Leute, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Da steht halt Max. Ich denke, der Hersteller heißt so. Das nächste und letzte Produkt ist immerhin ein Produkt, wo ich weiß, dass es cool ist und funktioniert. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird noch kurz spannend. Okay, Achtung. Sag mir nicht, man braucht dafür Ethanol. Wäre halt auch endpeinlich, wenn ich es jetzt kaputt gemacht habe, weil ich Wodka reingekippt habe. Einmal so viel vertragen wie Max, wirklich. Da das mit Wodka offensichtlich nicht funktioniert hat, das war irgendwie doof, habe ich jetzt noch Ethanol. Damit probieren wir das gleich nochmal. Ist wahrscheinlich eh cooler, weil dann können wir es im Dunkeln testen. Dann sieht man die Flammen einen Ticken besser. Heißt, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter mit einem meiner Lieblingsprodukte. Ich habe das in einem TikTok Lifehack Best of 2023 gesehen und ich kenne das Produkt schon seit sehr langer Zeit. Finde es sehr cool und habe es deswegen einfach nochmal bestellt, um es euch zu zeigen. Und zwar sind das Food Huggers. Die funktionieren so, dass wenn du irgendwas aufschneidest an Obst oder Gemüse und nur das halbe davon verwendest, zum Beispiel eine halbe Zitrone, kannst du dieses Ding drauf machen und dann bleibt das im Kühlschrank viel länger frisch. Und ich habe das wirklich schon lange getestet und es funktioniert wirklich gut. Das sind auch sehr coole Sizes. Du kannst es auch oftmals drauf machen auf Dosen, auf Getränke. Kostet 19,99 €, aber ich finde, es ist den Preis eigentlich schon wert, weil die werden auf jeden Fall nicht schlecht. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück drin in 5 verschiedenen Größen.
Ich habe jetzt mal in Blau geholt. Also im Endeffekt funktioniert das Ganze so. Ich habe jetzt hier eine halbe Limette, die ist jetzt schon von gestern. Und dann macht man das einfach so drauf, drückt das so ein bisschen drauf. Boom. Und dann ist das halt luftdicht versiegelt, also ziemlich luftdicht versiegelt. Okay, ich glaube, das wird nicht 100% optimal funktionieren, weil da so ein bisschen an den Seiten raus ist. Aber es funktioniert halt unendlich gut bei sowas wie zum Beispiel auch Gurken. Und ich bin jetzt auch gespannt, ich glaube, das müsste auch, das funktioniert halt auch. Und das Ding ist, wir könnten es jetzt testen, in den Kühlschrank stellen und bis morgen warten. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich kenne die Dinger, es funktioniert sehr gut. Es ist nicht perfekt optimal, also du hast trotzdem natürlich so eine ganz dünne Schicht, wo du merkst, es ist nicht gerade aufgeschnitten, aber wenn es einen zum Beispiel stört, dann kann man ja so einen ganz dünnen Slice abschneiden und es ist deutlich weniger gammelig oder trocken, als wenn man das jetzt ohne diese Dinger macht. Und die sind natürlich auch reusable, du kannst sie super oft verwenden, die werden nicht schlecht und im Endeffekt sorgst du dafür, dass man hoffentlich ein bisschen weniger Obst und Gemüse und Shit wegwirft, von daher Top-Produkt, 5 von 5 Sterne, finde ich sehr gut. Es ist jetzt inzwischen dunkel und der Alkohol von unserer Quatsch-Idee ist draußen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Ethanol hier, 96% Ethanol. Das sollte jetzt auf jeden Fall funktionieren. Ich fülle es mal rein. Ich bin nur immer noch ein bisschen verwirrt von dieser Max-Funktion. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich voll machen wird, wenn ich darüber überlege, wie viel Wodka wir da vorhin reingekippt haben, wie viel das war. Oh, ups. Bitte funktionieren. Bitte, bitte, bitte. Okay, die Flamme ist jetzt noch nicht so wirklich groß, sie ist einfach nur blau. Aber das hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als unser Experiment vorher. Wir haben das Ganze jetzt mal reingebracht und ich finde, es sieht echt süß aus. Also vor allem so auch auf dem Esstisch, finde ich, hat es irgendwie auch was. Wenn man jetzt einfach nur hier als Dekoobjekt hat, finde ich es echt süß. So, damit es erstickt. 1, 2, 3. Ja, das hat gut funktioniert. Und bupp. Boah, wie cool! Also ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr cool, abgesehen von den kleinen Startschwierigkeiten, die also wirklich 1000% auf meiner Seite lagen. Finde ich, es ist ein sehr cooles Gadget. Ich finde den Preis auch fair. Alles, was drunter wäre, finde ich für was, was Feuer macht, auch ein bisschen sketchy. Dementsprechend, ich lieb's, ich finde es geil, ich finde es sieht cool aus, es ist easy zu handhaben. Es gibt von mir tatsächlich 5 von 5 Sterne. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsgadget aus dem Video war. Ist es der Fireplace oder ist es das Wasserding? Was fandet ihr am coolsten? Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, liebe Freunde. Danke für euren Support und tschüss.